It seems like the end of the line. My mind's completely made up. Komm schon! Weiß doch mal endlich an! Ja. Na los! Komm schon! Und? Ah, schon wieder nichts! Ich raste hier gleich aus! Was soll denn die Scheiße? Ich hänge hier schon seit 5 Stunden und ich habe keinen einzigen Fisch! Was soll ich denn zum Mittagessen? Ein Buttercroissant? Will ich nicht! Wo sind denn die ganzen Fische hin? Im Urlaub? In Hawaii? In Malediven? Auf jeden Fall nicht hier in Antalya! Okay, ich werde die Angel noch ein allerletztes Mal werfen! Alles oder nichts! Was ist das denn für ein Fisch? Das ist doch kein Fisch! Hä? Von wo kommt das denn jetzt? Hier steht was drauf. Wenn du diesen verfluchten Stift geangelt hast. Was? Der Stift ist verflucht? Werf ihn sofort wieder ins Meer. Es darf nicht in falsche Hände geraten. Denn mit diesem Stift kann man Menschen verfluchen. Was? Wie geil ist das denn? Sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Was für ins Meer schmeißen. Du gehörst jetzt mir. Ab jetzt, wer bei mir Faxen macht, ich verfluch ihn direkt. Direkt. Alter, die ist schon mies hübsch. Genau mein Typ. Ich muss sie klären. Ich frag mal nach ihrer Nummer. Was los? Ich bin hier gerade vorbeigelaufen. Ja, hab ich schon gemerkt. Nicht nur einmal. Ja. Ich hab da was vergessen. Mein Handy ist runtergefallen. Auf jeden Fall kommen wir direkt zum Thema. Du bist mir mies aufgefallen. Ich finde dich übertrieben hübsch. Krieg ich vielleicht deine Nummer? Nee, ganz bestimmt nicht. Du bist gar nicht mein Typ. Oh, Alter! Sie gibt mir einfach Korb, Leute, habt ihr gesehen? Warte hier, so schnell gebe ich dich auf, okay? Warte. Okay, ich glaube, jetzt müsste es klappen. Ich ändere noch kurz meine Stimme. Señorita Papaute, kriege ich vielleicht deine Numero? Ich würde mal sagen, fangen wir einfach mal von vorne an, Señorita Mamacita. Und zwar bin ich hier vorbeigelaufen und du bist mir aufgefallen und ich würde gerne deine Nummer wollen. Gibst du mir sie? Verstehst du das nicht? Ich habe Nein gesagt. N-E-I-N. Was verstehst du daran nicht? Du hast mein Herz gebrochen jetzt. Sie ist voll mein Typ und ich krieg sie nicht. Warte mal. Ich hab doch den Stift, der verflucht. Sie hat's verdient. Sie hat's verdient. Ich werde sie verfluchen. Du wolltest es nicht anders. Und ich schwöre, du hast es verdient. Oh, Mesa Fiorasta. Oh, Mas, verfluche sie. Oh, oh mein Gott. Wie sieht denn meine Nase aus? Boah! Was hast du denn für eine Nase bekommen? Boah! Alter,
mir wird schlecht. Ich hab dich mies verflucht. Was hast du mit mir gemacht? Wie sehe ich aus? Wie gesagt, du wurdest verflucht. Hättest du mir einfach deine Nummer gegeben, dann wäre das alles nicht passiert. Und weißt du was? Jetzt bist du nicht mein Typ. Tschüss. Oh mein Gott, ich brauch schnell eine Nasen-OP. Eine fette Nase bekommen. Sie sieht aus wie Gargamel. Der Stift funktioniert einfach wirklich. Überkrasser Stift. Nein, warte. Zum Schluss werde ich auch noch verflucht, wenn ich es küsse. Lieber nicht. So, jetzt ab nach Hause. Stopp mal, Kleiner! Ja, Herr Officer? Was denn los? So, du gibst mir jetzt sofort deine Personalien her. Hä? Willst du mich verarschen? Was hab ich denn gemacht? Wieso soll ich dir jetzt meine Personalien geben? Was läuft da einfach in die Straße rein? So eine Ampel! Die Ampel ist doch noch voll weit weg! Jetzt halt voll und gib mir deine Personalien! Oh, Alter, was hab ich denn gemacht? Warum schreist du mich die ganze Zeit an? Das gibt jetzt eine fette Strafe für dich, mein Kleiner! Herr Officer, ich bitte Sie, die Straße war doch leer. Bitte drücken Sie ein Auge zu. Nein, nein, nein. Guck meine Augen an. Sieht das so aus, als wenn ich ein Auge zudrücken werde? Ey, Mann, ganz ehrlich, du bist ein richtiger Dreckspolizist. Was hast du gesagt? Beamtenbeleidigung. Das war nochmal 10.000 Euro Strafe. Boah, Alter, übertreib doch. Was für 10.000 Euro? Ey, ich warne dich. Leg dich lieber nicht mit mir an. Aha, Bedrohung auch noch. Dafür kommst du hinter Gittern. Da schreibe ich mir jetzt auf. Scheiße, Mann, Alter, soll ich einfach wegrennen? Nein, ich verfluch ihn lieber. Ich hab dir gesagt, leg dich nicht mit mir an. Denn das, was jetzt passiert, hast du verdient. Oh, mio, somebody must have me had to rest. Oh, mio, daño, man. Warte mal! Nein, oder? Herr Officer, bist du's? Ja, was hast du mit mir gemacht? Ich hab dich verflucht! Was? Du hast mich verflucht? Ja, ich hab dir gesagt, leg dich nicht mit mir an. Schau, was aus dir passiert ist. Du bist ein leckerer Donut geworden, den ich gleich aufessen werde. So. Ich werde dich jetzt Stück für Stück auffressen. Es gibt auch eine Anzeige, das weißt du, oder? Ist mir so scheißegal. Na sag schon, wie gefällt dir das? Du schmeckst aber gut. Wie gefällt dir das? So, ab in die Mülltonne mit dir, wohin du auch hingehörst. Mann, ich liebe diesen Stift. Hallo, holt mich hier raus! Einfach heute zwei Leute verflucht. Mit diesem Stift bin ich mächtig. Keiner kann mehr Faxen mit mir machen. Sollte derjenige mit mir Faxen machen, ist derjenige verflucht. So, du bleibst schön hier. Morgen geht's weiter. Morgen verfluchen wir weitere Menschen. Los, mach das sofort wieder rückgängig. Ich will nicht mein Leben lang eine Ratte sein. Nein!
Leute, einfach über die Straße, nein, Salopel! Hast du keine Augen gehabt? Hä, die Ampel ist doch noch voll weit weg? Jetzt halt voll und gib mir deine Personalien an! Nein, 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 guck meine Augen an! Sieht das so aus, als wenn ich noch einen Zugang werde?